Das ist der D-Bot T9 Ivy, das neue EcoVax-Top-Modell. Und der kombiniert die 3D-Erkennung mit Navigationsmethoden, die sich bereits bewährt haben, dem Laserdistanzsensor. Und außerdem haben wir hier eine neue Hauptwalze, die von iRobot kommt. Wir schauen uns jetzt mal an, ob sich ein Kauf lohnt. Kommen wir vielleicht direkt mal zum namensgebenden Ivy. Das ist EcoVax Name für die 3D-Erkennung. Die sehen wir hier vorne in Form einer Kamera. Diese 3D-Erkennung kombiniert man hier mit dem bewährten LDS-Sensor. Und wenig überraschend ist die Navigation hier wirklich sehr zuverlässig. Das ist bei dem Top-Modell von EcoVax auch zu erwarten. Deswegen kommen wir auch direkt mal zu der 3D-Erkennung. Denn diese funktioniert bereits recht gut. Also wenn ihr zum Beispiel Schuhe in eurer Wohnung rumliegen habt, ohne Probleme fährt er dran vorbei. Die Königsdisziplinen sind da so ein bisschen Kabel, denn wir haben das so ausprobiert und manchmal muss man dann halt schauen, wie er darauf reagiert. Und dann fährt er manchmal drüber, manchmal fährt er dran vorbei. Das ist bei so kleinen Dingen immer so ein 50-50 Ding. Aber generell ist das schon auf dem höchsten Level, was wir hier gerade haben. Das kriegen wenige besser hin. Der 360 S10 wäre da noch so ein Kandidat, aber der ist da auch nicht immer ganz perfekt. Also hier ist wirklich das Top-Level an 3D-Erkennung vorhanden. Vorteil von der 3D-Erkennung ist natürlich, dass der mit ungewöhnlichen Situationen dann besser klarkommt. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie Möbel umstellt oder irgendwas im Weg rumliegen habt, dann kommt er damit einfach klar. Auch wenn ihr nicht zu Hause seid und er gerade am Reinigen ist, kann er dann seine Reinigung abschließen und wieder zur Ladestation zurückkehren. Und dann gibt es auch noch ein nützliches Feature mit der App, wo er dir anzeigt, wo quasi die Probleme in deiner Wohnung sind. Wenn irgendwo ein Schuh rumliegt zum Beispiel, dann wird er in der App eingezeichnet und dann weißt du, wo du aufräumen musst und den Saugroboter quasi helfen kannst. Genau, und dann drehe ich den auch erstmal um und dann sieht man hier direkt die Aeroforce Hauptwalze. Und diese Aeroforce Hauptwalze, die kommt von iRobot. Das ist ja auch ein riesiges Saugroboterunternehmen. Und EcoVax und iRobot haben eine Kooperation abgeschlossen, dass sie quasi Einzelteile der Saugroboter benutzen können und dann die Lizenz dafür zahlen. Vorteil an der Walze ist, dass hier quasi jetzt zwei so Gummiwalzen sind, die den Staub einsaugen, der von den zwei Seitenbürsten kommt. Und der Vorteil auch noch ist, dass weniger Haare da dran kommen. Normalerweise hat man das ja dann so, dass die Haare sich drum wickeln. Hier passiert das zwar auch, aber hier nur an den Seiten der Bürsten. Wenn man hier die Sicherung löst, kann man die hier einfach so rausheben. Man kann die hier entfernen. Und wir haben jetzt hier keine, können wir ja vielleicht ein Bild einblenden, wo hier Haare dran sind. Kann man die hier einfach abziehen und dann ist die Saugwalze schon wieder frei. Man muss nichts schneiden und nichts. Allgemein bin ich mit der Saugleistung auch sehr zufrieden. Hier kann man wirklich nicht meckern. Das ist ein Topmodell, der kommt auf Hartböden, auf Teppichen. Klar, kann auch eine automatische Teppicherkennung zuschalten. Das heißt, wenn er auf den Teppich fährt, dann schaltet er die Saugkraft hoch und dann wird er nochmal extra gereinigt. Und ihr könnt auf dem Teppich dann die Saugkraft hochschalten. Und während er auf Hartböden ist, kann er den Akku ein bisschen mit weniger Saugkraft sparen. Gute Navigation hatten wir ja bereits. Natürlich braucht er aber auch eine Karte und eine App, die das unterstützt. Bei der App hat man zu einem eine Raumeinteilung, wo man die üblichen Sachen machen kann. No-Go-Zonen, virtuelle Wände. So kann man seine Wohnung noch mal ein bisschen einschränken, wenn man da irgendwie so eine Ecke hat, wo der nicht hin soll. Einfach abriegeln und dann fährt er da nicht hin. Dann gibt es auch ein Feature namens 3D-Karte. Das ist dann ein 3D-Grundriss eurer Wohnung, den er nach so drei Saugvorgängen erstellen kann. Und dann seht ihr wirklich eure Wohnung mit Möbeln, wie es quasi in echt aussieht. Er hat noch nicht alle Möbel. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ein Update kommt, wo da mehr hinzukommen. Dann könnt ihr zum Beispiel auch sagen, dass er zum Tisch gehen soll und genau da drunter saugen soll, falls ihr da ein bisschen rumgekrümelt habt oder so. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wie nützlich die Funktion ist. Wie oft schickt man den dann da irgendwie hin? Normalerweise will man ja eigentlich einen ganzen Vorgang machen, aber vielleicht habt ihr da ja irgendwie Einsatzzwecke. In der App könnt ihr natürlich auch viel mehr noch einstellen, ob das die Saugkraft ist, ob das die Wischkraftintensität ist oder ob das einfach ein Zeitplan ist, wann er darf und wann er nicht darf. Jede Menge Einstellungen, da kann man sich auch mal gerne ein bisschen mit beschäftigen und da findet man fast alle Einstellungen, die man möchte. Dann haben wir hier noch was ganz Besonderes, was die Kamera ist vom D-Bot T9 Ivy, was natürlich auch benutzt wird für die 3D-Erkennung. Aber man kann die auch zur Überwachung benutzen. Das ist quasi so ein Live-Feed, den man einschalten kann. Und dann seht ihr quasi, was der Saugroboter gerade macht. Also ist er gerade zum Beispiel unter eurer Couch. Könnt ihr auch mal unter eure Couch gucken. Vielleicht liegt da ja was, was ihr lange verloren habt. Jetzt weiß ich natürlich, dass einige Leute auch Probleme mit dem Datenschutz und der Sicherheit da haben. Das ist alles verschlüsselt, was der Saugroboter quasi zu eurer App schickt. Aber ihr könnt dann auch noch mal, beziehungsweise ihr müsst eine PIN festlegen, sodass nicht einfach irgendwer auf eure App zugreifen kann. Was noch für den Datenschutz wichtig ist, wenn er einfach so in der Wohnung rumsteht, hat man vielleicht die Bedenken, dass er die ganze Zeit zuguckt. Wenn man die Ladestation hier hat, ist die quasi so ausgerichtet,
dass er einfach gar nicht die Kamera benutzen kann. Das ist dann eine physische Limitation und ihr könnt euch da ganz sicher sein, dass er euch nicht zuguckt. Alternativ liegt aber auch noch ein Sticker für die Kameralinse bei, womit man die Linse abdecken kann und dann sieht er wirklich nichts mehr. Aber dann würde ich vielleicht sagen, dass ihr zu einem anderen Modell greift, weil das ist wirklich eines der Features, die den Saugroboter ausmachen und dafür zahlt ihr auch. Wieder mit dabei ist der Osmo Pro Wischaufsatz. Mit diesem könnt ihr eure Wohnung dann auch wischen lassen. Das funktioniert über Vibrationstechnologie. Das heißt, der vibriert so am Boden. Der kann dann mehr Druck und mehr Reibung auf den Boden ausüben und so ist es deutlich mehr wie eine manuelle Reinigung mit so einem Wischmopp. Das ist deutlich besser als die normalen Modelle, wo er einfach nur den Wischmopp hinterherzieht. Wieder mit dabei sind die wiederverwendbaren Wischtücher. Die waren beim letzten Saugroboter nicht mehr mit dabei. Ihr könnt zwar weiter die Einwegtücher benutzen und auch dazu kaufen, aber man kann die dann natürlich waschen und dann muss man nicht dauernd irgendwas dazu kaufen. Ich finde die Wischtechnologie hier immer noch sehr gut. Aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man hier mittlerweile was Neues macht. Die ist jetzt ein bisschen älter, aber dann vielleicht beim nächsten Topmodell. Fasst man das alles zusammen, ist der D-Bot T9 Ivy einfach ein richtig guter Saugroboter. Das Saugergebnis ist gut, die Navigation ist gut, die Wischtechnologie ist gut, auch wenn die jetzt mittlerweile ein paar Mal eingesetzt worden ist. Und natürlich die 3D-Erkennung ist auch nochmal ein Highlight. Und man muss einfach sagen, bei den Modellen, die wir gerade getestet haben, ist das einfach das Topmodell gerade. Das lässt man sich dann aber auch teuer bezahlen. Wer vielleicht nicht so viel ausgeben will, muss dann mal in unsere Bestenliste gucken. Da haben wir für jedes Budget den richtigen Saugroboter aufgelistet. Ich kann aber sagen, das hier ist wirklich meine Empfehlung gerade. Wer das Beste vom Besten haben will, sollte hier zugreifen. Das war es auch schon mit dem Review-Video zum Ecovax D-Bot T9 Ivy. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Saugroboter haltet. Währenddessen könnt ihr dann natürlich auch hier ein weiteres Video von uns schauen oder hinterlasst uns ein Like und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.